Wir gehen weiter wieder zur Comedy und zwar zum Luca Brosius. Sein Motto ist, lieber einen Muskelkater haben vom Lachen als gar kein Haustier. Grüßt mit mir zusammen Luca Brosius! Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, mal gucken, ob jemand ist, den ich kenne. Nee, wäre auch ein Zufall. Aber dann mal gucken, ob hier jemand ist, den ich noch kennenlernen werde. Hallo, grüß euch. Ja. So, höflichkeitshalber würde ich mich einfach ganz kurz nochmal vorstellen. Ja, mein Name habt ihr gerade schon gehört. Luca Brosius. Ich bin über ein Vierteljahrhundert alt und eigentlich bin ich tätig im kreativen Bereich. Ja, ich studiere BWL. Oh, war schon immer verrückt. Ja, es geht schon. Ja, und ich bin ebenfalls auch angereist und komme auch aus dem Saarland. Ja. Und die Reaktion habe ich meistens, ja, stille Schock, Enttäuschung. Ja. Verbunden mit diesem Gesichtsausdruck, Saarland, der kam bestimmt am Esel. Ne? Nee, ich habe mir vorher überlegt, mit welchem Verkehrsmittel ich am besten heute Abend hierher fahren soll, weil die Woche noch ein guter Kumpel zu mir gemeint hat, Luca, wenn du nach Marburg fährst am Sonntag, machst du da mal ganz bequem und fahr doch einen Bus. Habe ich zu ihm gesagt, ja, bequem, find hier mal einen Bus und Parkplatz. Nee, also ich bin mit dem Auto gefahren, ja, das macht mir Spaß. Ich fahre gern Auto, ich hatte letztens auch einen Auftritt in Stuttgart, da hat einer reingerufen, was sag ich mal, was fährst du, Kerle? Habe ich gesagt, was ich für Wagen fahre, rat doch mal. Hey, denk du fährst Daimler, weißt du, schöne S-Klasse, Langversion, Mercedes, da. Habe ich gesagt, ja, das japanische Pendant. Da sagt er, hey, neu, fährst Lexus? Habe ich gesagt, eins und drunter, ich fahre Suzuki Swift. Ja. Na, also für die Autoliebhaber unter euch, das ist noch ein richtiges Auto. Ja, ich sag nur so viel, keine Direkteinspritzung, kein Turbo und seit 3 Tagen auch kein TÜV. Ja. Und mir ist gerade eben ausgefallen, als ich mich so ein bisschen aus dem Auto rausgeschält habe, ja, dass das zurzeit so ein bisschen ungelenkig wirkt bei mir. Ja. Ich muss mich da auch immer erstmal so ein bisschen dehnen, aufwärmen. Haben die Leute vorhin am Auto ein bisschen komisch geguckt. Gut, ich mache immer dieses moderne Dehnen. Ne? Aber dann... Ja. Und ich schiebe es aber auch darauf, dass ich einfach in sportlicher Hinsicht so ein bisschen habe schleifen lassen. Ja? Weil ich war selbst mal im Fitnessstudio angemeldet und ich denke auch, die eine oder andere, die vielleicht ein bisschen näher hier zur Bühne sitzt, die sieht es auch wahrscheinlich nicht, deswegen habe ich wieder abgemeldet. Ne? Aber jetzt mal wirklich ganz offen, ehrlich gesprochen. Mit Sicherheit sind einige von euch auch im Fitnessstudio. Euch möchte ich nicht zu nahe treten, aber Fitnessstudio, das muss man auch mögen. Man muss es wollen, oder? Ja, dieses Gepose vorm Spiegel, dieses Gestöhne beim geringsten Gewicht und dann auch die Angeberei beim Trainieren, halb nackt in den sozialen Netzwerken. Gut, ich war eigentlich der Einzige, der es gemacht hat. Ne? Da war eine Sache, wo ich zugeben muss, die in der Zeit eigentlich ganz okay war. Und zwar habe ich ab und zu so ein gemeinsames Workout mit einem gemacht, wo wir so trainiert haben. Ja? Und er war Amerikaner und konnte kein Deutsch, deswegen haben wir uns auf Englisch verständigt. Aber kein Problem. Ja? Und es hat ja so Gewichte gestimmt, dass ich ihn irgendwann mal fragen musste, sag mal, wenn du trainierst, hast du Muskelkater im Nachhinein? Also, when you train, have you muscle cat in the after? Keine Antwort. Ne? War aber auch irgendwie verhalten danach. Ne? Egal, was ich dann zum gesagt habe, es war nicht mehr recht. Ne? Zum Beispiel hat er dann auch mal von seinem Beruf erzählt. Ja, und er ist beruflich Koch. Ja? Und dann hat er gesagt, er weiß, dass er ein bisschen kräftiger ist, aber er probiert eben auch unheimlich gerne. Da wollte ich nur zum sagen, du hör mal, für mich soll ein Koch auch kräftig sein. Ne? For me always, the cock should be big. Ja. Genau, ganz komisch geguckt. Ne? Es geht nur so weiter. Zum Beispiel hat er auch einmal wissen wollen, ob ich ihm Tischtennis zeigen kann, weil ich spiele selbst Tischtennis im Verein. Habe ich gesagt, du, das ist kein Problem. Nur kam der jetzt wirklich mit uralten, vergilbten Bällen, die waren schon gar nicht mehr rund. Da wollte ich ihm nahelegen, hör mal, wenn wir das jetzt machen und ich dir das zeige, machen wir es richtig und spielen hier mit den neueren Bällen. War auch nicht okay. Dabei habe ich nur zu ihm gesagt, when you want me to help you, play with my balls. Ist er schreiend weggerannt. Ja? Aber da will ich auf jeden Fall ansetzen, ja? Also ein bisschen mehr Sport machen, ohne jetzt angeben zu wollen, ich denke, ich bin auch auf einem guten Weg. Ich sage nur so viel, wenn ich zu Hause trainiere, Leute, dann mache ich aber schon so 20 bis 30 Liegestütze. Über die Woche verteilt aber. Ne? Was mir auch neulich was passiert ist, kann ich vielleicht ganz kurz noch sagen. Da habe ich wieder ein paar Liegestütze gemacht. Ja? Da bin ich am nächsten Tag zufällig hier in meinen Arm dran gekommen. Hier, den hier. Seht ihr?
Da ich dachte, boah, was ist das denn? Da mache ich einmal Liegestütz, merke ich direkt was. Da hatte ich da hier eine Ausbuchtung am Trizeps, ne? Den ganzen Tag so rumgelaufen. Das bin ich. Und das ist mein Arm. Dann wurde es aber noch mehr an, als mein Ellbogen auch noch rundlicher wurde, habe ich festgestellt, es war nur eine Bremse, die mich gestochen hat. Naja, aber ich hoffe, dass ich da weiter festhalten kann, bis ich weitermachen kann. Seid mir nicht böse, ich würde gerne weitermachen, aber so in der Form kann ich es nicht weitermachen. Ich merke jetzt schon, mir wird es unheimlich heiß. Ja, wenn ich hier weitermachen soll, ist es jetzt nach 10, ich denke, es ist okay für euch. Ich würde einfach mein Hemd ausziehen. Na, ne, ist eigentlich kein Problem. Es ist natürlich blöd, ist für einen Spannungsabfall, weil mir das gerade eingefallen ist an die Technik. Die Frage, haben wir ein bisschen musikalische Untermalung? Haben wir da was? Mal kurz fragen. Oder so. Viel besser. Viel besser. Das gehört mir schon seit heute Nachmittag. Ne? Oh, Wahnsinn. Nee, viel angenehmer. Jetzt kann es weitergehen. Sorry. Ja, jetzt muss ich mal trotzdem in die Runde fragen. Hier sind ja auch einige jüngere Leute. Ne? Bei euch ist ja auch die Schulzeit nicht allzu lange weit vorangeschritten. Nee, nicht vorangeschritten, lange her. So. Ihr kennt doch sicherlich noch diese gelben Reklamheftchen, oder? Ja, hier zum Beispiel sowas. Och, zufällig hier, gar nicht kommen sehen. Ja. Gut, ich gehe mal davon aus, dass einige von euch sich damit haben beschäftigen müssen. Wenn euch danach ist, könnt ihr euren Reaktionen in Form von Stöhnen oder sonstigen Lauten gerne freien Lauf lassen. William Shakespeare, Romeo und Julia. Ja, ja. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein. Früher in der Schule habe ich auch gedacht, was ist denn das für eine gequälte, pürierte Kacke. Ja. Wenn ich das Buch heute lese, denke ich das immer noch. Aber ist auch nicht verwunderlich, ne? Zum Beispiel jetzt hier habe ich mir mal erlaubt, eine Szene rauszusuchen. Ne? Das ist zum Beispiel die Szene, in der Romeo Julia das erste Mal gegenübertritt und ihr seine Liebe gesteht mit den Worten: Entweiht meine Hand verwegen dich. O heiligen Bild, so will ich's lieblich büßen. Zwei Pilger, neige meine Lippen sich, den herben Druck im Kusse zu versüßen. Das wird ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Das ist ja so, wie wenn ich heute Abend in Marburg noch auf die Piste gehe, ja, gehe in eine Kneipe, sehe eine Frau, die mir gefällt und spreche die an mit den Worten: Oh, wie strahlt deine Schönheit so schön, du herrlich Weib. Ich spüre schon Veränderungen an meinem ganzen Leib. Und ich kann nicht verhindern, mein Frohlocken wird gerne mit in eurer Glocke nocken. Ja, mach mal nicht. Nee, ist unpassend. Na, ist unpassend. Ich will ehrlich gestehen. Ja, oh, ja, danke schön. Ja. Jetzt muss ich aber noch fairerweise dazu sagen, so wie ich das jetzt hier gerade vorgelesen habe, ist es völlig falsch. Völlig falsch. So hat es der Romeo der Julia nie gesagt und wisst ihr auch warum. Das Buch hier ist doch aus dem angelsächsischen Bereich. Der Romeo war in Wahrheit Sachse. So, wenn ich mit diesem Hintergrundwissen, ja, diese vier Zeilen nochmal lese, ja, in der ursprünglichen Fassung, die am Ende ein klein bisschen länger ist. Achtung anschneiden, das ist geballte Erotik. Ja. Ich kann die aber so nicht einfach machen. Na, ich kann die so jetzt nicht einfach vorlesen, weil ich muss erstmal in den Modus reinkommen dafür. Ja? Und dazu bedarf es einer anatomischen Verrückung, einer Verschiebung des Unterkiefers nach vorne. So, ich drehe mich auch gerne mal noch hier um. Wunderbar, sicher. Wunderbar, es wird unheimlich gandisch und maskulin. Ja. So, Achtung festhalten, jetzt geht's los. Entweiht meine Hand, verwischt dich. Oh, heilchen Bild, so will ich lieblich büßen. Zwei Bilder neigen meine Lippen sich, den herben Druck im Gusse zu versüßen, du Luder. Ja? Muss sagen, was mir auch noch ganz gut gefallen hat, das war eigentlich das Einzige, wo ich das Buch noch gern gehört habe. Mein früherer Deutschlehrer, der hat sich so ein bisschen angehört wie ehemaliger renommierter Journalist. Ich bin mir sicher, einige von euch kennen ihn noch. Schlemmer. Weißt du? Hör mal, der stand da vorne immer und hat da vorne beruhigt. Der stand da vorne, hat dann angefangen mit: Entweiht meine Hand vor weh um dich. Da habe ich gerade eine Fliege verschluckt. Naja, oh, ein Bild, so will ich lieblich büpfen. Zwei Pilger neige meine Lippen tief, den herben Druck im Kusse zu versüßen. Beste Sicherheit. Vielen Dank, Marburg. Danke. Vielen lieben Dank.
Luca Prosius, noch einen herzlichen Applaus, bravo.